Am 12. Januar lud das Keramikunternehmen ASA in seinen Standort nach Hörgrenzhausen. Der Anlass? Ein Workshop zum aktuellen Thema die Kunst des Anrichtens. Die Marke ASA steht für handgemachte Artikel für die Bereiche Wohnen und Küche. Klare Formen und Farben sowie das richtige Gefühl für Trends lassen charakteristische Produkte entstehen. Begrüßt wurden die Gäste von Nuno Gameiro, Vertriebsleiter der ASA Selection, sowie Projektleiterin Anke Dran. Sie ist im Unternehmen für den Bereich Gastronomie verantwortlich. Nach einer kleinen Stärkung mit regionalen Köstlichkeiten ging es los. Moderiert und informativ gestützt wurde der Workshop von Thomas Ruhl, Verleger von Port Culinaire und weltweit bekannter Foodfotograf. Die erste Referentin war Alex Samek. Sie ist im Hause ASA Mitglied im Rat für Formgebung. Die Produktentwicklerin erklärte, dass ein Teller die Leinwand für die Fantasie der Küche darstelle. Formgebung und Farbe sei bei der Entwicklung daher ebenso wichtig wie kleine raffinierte Details, denn diese unterscheiden das Besondere vom Klassischen. Die Designinspirationen kommen häufig von den Köchen selber. Danach folgte ein kulinarischer Dialog zwischen Thomas Ruhl und Küchenchef Eric Manchon. Es wurde über die Bedeutung von Tableware in der gehobenen Gastronomie gefachsimpelt. Früher wären in dieser Branche organische Formen, wie sie ASA produziert, undenkbar gewesen. Heute lieben sie die Gäste. Für Manchon habe der Geschmack seiner Gerichte oberste Priorität. Er ist jedoch zu der Erkenntnis gelangt, dass hübsches Tableware Köche weit nach vorne bringen kann. Gilbert Cohn-Foucault zeigte exemplarisch anhand dreier Gerichte, welche Rolle Kreativität beim Anrichten spielt. Kontraste, Farben und Texturen müssen in einer fließenden Harmonie mit dem Tableware stehen. Es sei wichtig, sich im Voraus genau damit zu beschäftigen, wie das Ergebnis auf dem Teller anschließend aussehen soll. Heiko Antoniewicz sprach darüber, dass leichtes Geschirr mit unkompliziertem Handling im Catering-Bereich extrem wichtig sei. Aber auch die Optik spiele eine große Rolle. Originelle Geschirre seien beispielsweise kleine Weggläser, filigrane Porzellanteller oder Löffel. Gemeinsam mit ASA entwickelte er eine innovative Idee für den Catering-Bereich, eine Elementebox mit einzelnen Trays zum einfacheren Transport. Nach der Veranstaltung wurde zum gemeinsamen Wintergrillen eingeladen. Leckere Würstchen und Fleisch ließen keine kulinarischen Wünsche offen. Der Winzer Pat Wetz versorgte die Gäste mit köstlichem Wein. Viele ließen im Gespräch den Tag noch einmal Revue passieren und coole DJ-Sounds animierten sogar den ein oder anderen, zu späterer Stunde noch das Tanzbein zu schwingen. Im Namen von ASA und Port Culinaire sagen wir vielen Dank für den wundervollen Tag.